Ama on Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Bhushana Samti Namne Prabhupada Susambandaya Savatra Gora Kripadaya Satya Rishila Shakti Krishna Marga Shri Gurave Namaste Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadi asya yatu anvayati taratas chates sabhiyasvarati ne brahma ridaya adikavaya muyanti yatsurayaha Techo varim ridangyata vinimayo yatra trisa gom rishadam nasvinasadam nirasta kuakyam satyang parang dimahi Dharma prochida kaita vata paramom nirmataranam satam Vidyam vastram atra shivaram taputrayan mulanam. Srimad Bhagavatamaha moini krite kingvaparishvara sadyoriti avarudyate tra kriti pisha shushubistat kshanat. Nigama kalpa taror galitam balam muka shukamukat amrita travasamitam. Pibata Bhagavatam rasam alayam muhur ahorasiga puvi pavuka ha. Zweites Kapitel. Göttlichkeit und göttlicher Dienst. Hier würde ich sagen, wird die Theologie des Bhagavatams diskutiert. Gleich zu Beginn wird etabliert, was ist die Philosophie, die Siddhanta, die Schlussfolgerung des Bhagavatams, was ist der philosophische Punkt. Erster Vers, Vyas Uvacha, also Vyasadev, rezitiert, er spricht nun. Iti samprashna samrishto vipranam ramaharshini pratipuchya vachastisham pravaktum upa chakrame. Sangrishto bezieht sich hier auf völlig zufriedengestellt. Suta Goswami, der gefragt wurde, ist völlig zufriedengestellt von Samprashna. Samprashna heißt von den Fragen. Die Fragen der Weisen haben ihn sehr zufriedengestellt, sehr inspiriert. Vipranam Roma Harshini. Hier wird er als Roma Harshini oder der Sohn Roma Harshana Sutas bezeichnet. Pratipuchya Vachastesham. Gedankt hatte. Er dankte den Weisen, Pravaktum a Upachakrame, und nun beginnt er zu antworten. So, die Fragen haben ihn erfreut, er ist zufriedengestellt, er dankt den Weisen und beginnt nun zu antworten. Was waren nochmal die Fragen? Was ist wirklich wichtig? Was ist gut für die Menschen? Was ist das, was soll man tun? Was ist gut? Was ist die Essenz aller vedischen Schriften? Was ist eben der philosophische Punkt. Warum erschien Krishna vor 5000 Jahren als der Sohn von Devaki? Was war der Grund des Erscheinens des höchsten Herrn? Was sind die Avatare seine Lila-Avatars oder was für Taten führt er als Avatar durch? Warum oder wie schöpft er diese Welt in seinen sogenannten Purusha-Avatars bzw. Guna-Avatars? Und zum Schluss noch die Frage, wo haben die religiösen Prinzipien Zuflucht gesucht, nun da Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes diesen Planeten verlassen hat? Gerade im Kali-Yuga, in dem alles sehr unwissend ist, wo kann man wirklich Wissen erlangen über die Wahrheit? So, das waren die 6 Fragen. Nun, Suta Goswami ist zufriedengestellt und möchte antworten. Der zweite Vers. In dem bringt er nun seine respektvollen Ehrbietungen seinem spirituellen Meister dar, beziehungsweise demjenigen, von dem er eingeweiht wurde, in das Wissen des Bhagavatams. Yang pravarachantam anupetam apetakritiam dvaipaya no virahakatara achuhava putreti tanmayataya taravopinedus tang sarva bhutarida yang moim anatosmi. So er sagt, ich bringe dem großen Weisen Shukadev Goswami, der in das Herz eines jeden eindringen kann, meine achtungsvollen Ehrbietungen dar. Als er, ohne sich der Zeremonie der heiligen Schnur zu unterziehen, sein Zuhause verließ, um in den Lebensstand der Entsagung, Sanyas, zu treten, rief ihm sein Vater Vyasadev nach, O mein Sohn! Doch nur das Echo der Bäume, denen die gleichen Trennungsgefühle vertieft waren, antwortete dem betrübten Vater. So, er bringt Shukadev Goswami, der erst zum Schluss oder am Ende des ersten Kantos erscheinen wird, seine respektvollen Ehrbietungen dar. Er greift sozusagen schon vorweg oder vom Text des Bhagavatams vorweg, beziehungsweise zeitlich gesehen
erinnert er sich an, was schon passiert ist. Denn Shukadev Goswami hat ja das Bhagavatam gesprochen zu Parikshit Maharaj. Und in dieser Versammlung war auch Suta Goswami zugegen. So er hörte dieses Bhagavatam, das Wissen des Bhagavatams von Shukadeva. Hier wird erwähnt, dass Shukadev, als er nämlich geboren wurde, da gibt es eine interessante Geschichte, er war nämlich ein so großer, verwirklichter Meister, dass er schon im Mutterleib vollkommen verstand, was Maya ist und was nicht Maya ist. Und deshalb beschloss er, ich will gar nicht raus aus dem Mutterleib. Wozu überhaupt irgendwas tun? Diese Welt da draußen interessiert mich nicht. Die ist Maya. Und so war für viele Jahre, 16 Jahre, manchmal gesagt 16, manchmal 14 Jahre lang, im Mutterleib. Und das war natürlich nicht gerade einfach für diese Mutter. Das war die Frau von Vyas. Interessanterweise hatte Vyas eine Frau. Letztendlich kam er doch heraus, auf Anraten von Krishna selbst, und verließ sofort das Zuhause. Der war dann schon ausgewachsen und groß. Ja, ist natürlich eine interessante Geschichte. Aber er verließ sofort sein Zuhause und sagte, ja, das ist alles Illusion, das ist Maya. Und er ging sofort in den Wald, wie das traditionell die Sannyasis auch tun. Die Sannyasis entsagen allem und leben im Wald. Unter einfachsten Umständen. So, das wird gesagt. Er ging ohne die Zeremonie der heiligen Schnur, sich dieser zu unterziehen. So, er war nicht mal eingeweiht. Und Prabhupada erklärt in dieser Erläuterung, das ist auch nicht notwendig. Ein großer Meister muss nicht eingeweiht sein in diese Rituale. Das ist hilfreich für uns, weil wir eben diese äußerlichen Merkmale brauchen. Aber ein so großer, verwirklichter Meister wie Shukadeva benötigt diese nicht. So, das ist kein Problem, dass er das nicht hatte und ging sofort in den Wald. Und dann heißt es hier, Vyasadev, der Vater, rief ihm noch nach, oh mein Sohn, doch das Einzige, was er hörte, war das Echo der Bäume, da kam das zurück, oh mein Sohn. Hier wird auch erwähnt, dass dieser Shukadeva so ein so großer Meister ist, der in das Herz eines jeden Lebewesens eingehen kann. Und Vishwanatha Chakravarti Thakur, ein großer Acharya, der einen Kommentar zum Bhagavatam geschrieben hat, erklärt in seiner Erläuterung, dieses Echo der Bäume auf zwei Arten. So erstens erklärt er, dass Moment. Okay, so weit habe ich mir das alles nicht hier notiert, muss ich mich kurz erinnern. Erstens, dass Shukadev Goswami als reiner Gottgeweihter der Freund aller Lebewesen ist. Und als solcher wurde er sogar von den Bäumen geliebt. Und so riefen die Bäume auch, oh mein Sohn. Also das ist ein interessanter Punkt, der von Vishwanath gemacht wird. So die Bäume riefen durch das Echo auch und drückten so ihre Trauer aus, dass er vorbeizog oder einfach ging. Und zweiten Punkt, den Vishwanatha macht, er sagt, ein selbstverwirklichter Meister wie Shukadev Goswami kann in das Herz aller Lebewesen eingehen und kann in alle Lebewesen eingehen und rief persönlich durch die Bäume zu seinem Vater zurück, oh mein Sohn, um ihn darauf hinzuweisen, wer ist wirklich dein Sohn? So, er war eher ironisch gemeint, weil wir sind ja nicht hier Vater und Sohn, wir sind ewige spirituelle Seelen. So, diese zwei Punkte werden von Vishwanatha Chakravarti Thakur erwähnt, interessanterweise. So, Suta bringt Shukadev Goswami hier seine Ehrbietungen dar. Und im zweiten Vers auch, ich möchte ihm, dem spirituellen Meister aller Weisen, dem Sohn Vyasadevs, meine achtungsvollen Ehrbietungen darbringen. Aus seinem großen Mitleid mit den groben Materialisten, die sich abmühen, den dunkelsten Bereich des materiellen Daseins zu überqueren, sprach er dieses Purana, Ergänzung zu den Veden, das der Rahmen des vedischen Wissens ist, nachdem er es persönlich durch Erfahrung in sich aufgenommen hat. So Shukadev Goswami als vollkommen selbstverwirklichte Seele hat das Bhagavatam verstanden und gehört von seinem Vater, als er eben noch im Mutterleib war,
und auch zum anderen Zeitpunkt. Und hat diese, hier heißt Sarum und in Deutsch wird übersetzt als Ram, also wirklich die Essenz oder der Nektar, verstanden, vollkommen verwirklicht. Und somit ist er auch vollkommen qualifiziert, das Bhagavatam zu sprechen und zu predigen. So bringt dem Sutta Goswami hier Ehrbietung da an Shukadeva. Vers 4 ist ganz berühmt, den rezitiert man auch vor dem Lesen des Bhagavatams, sollte man immer rezitieren. Narayanam namaskritya narang chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chayam udirayat. Mit diesem Vers bringt man seine Ehrbietungen an Naranarayan Rishi, das ist ein Avatar von Krishna, eine Form von Krishna, an Narottamam, wird manchmal interpretiert als Nara, der ist Narottamam, manchmal aber Narottamam bezieht sich auf Krishna selbst, laut Vishwanatha, an die Göttin des Lernens, Sarasvati, und an Vyas, den Autor. An sie richtet man seine Respekt von Ehrbietung, Namaskritya, aus dem meine Ehrbietungen. Und zum Schluss heißt Tato Chayam Mudirayat. Dann soll man Chai rufen. Chai heißt Sieg. So, dann soll, oder wie soll, ja, danach Chai soll angekündigt werden. Chai soll man sagen. Und Vishwanath Chakravarti erklärt auch mit erhobenen Armen soll man Chai sagen, nachdem man Ehrbietung dargebracht hat und in Vorfreude das Bhagavatam zu hören. Wir müssen wirklich verstehen, dass das Bhagavatam als Essenz allen vedischen Wissens und als gleich mit der höchsten Persönlichkeit Gottes alle Kraft und Macht hat, uns zu befreien, in die spirituelle Welt zu transportieren. Einfach durch Kontakt mit dem Bhagavatam. So mächtig ist das Bhagavatam. Wenn wir das Bhagavatam hören, die Information hören, wenn wir es lesen, dann werden wir mehr und mehr erhoben und Krishna bewusst. So, das versteht der Sadhu, der Weise. Und bevor er dieses Bhagavatam vorträgt, spricht er diesen Vers und am Ende eben dieses Tato Chayamudirayat Chay. Man ist sich vollkommen bewusst, was jetzt passiert. Ich spiritualisiere mich. Ich werde transzendental. Ich werde Krishna mehr kennenlernen. Ich werde über Krishna hören. Ich werde ihn hören, der als der am meisten wert ist, gehört zu werden. Das war jetzt nicht ganz richtige Grammatik, aber wie soll man sagen? Der ist der wertvollste oder der ist der einzige, über den man hören soll. Er ist der einzige, der es wert ist, gehört zu werden, über den gehört zu werden soll. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. So, das ist ein interessanter Vers. So, Narayan ist ein Avatar von Krishna, der vor 1000 Millionen erschien. Und er residiert in Badrik Ashram, Badrinath. Dort wurde das Bhagavatam auch verfasst von Vyas. Und somit bringt er dem an diesem heiligen Ort vorherrschenden oder direkt Einfluss habenden Form von Krishna Ehrbietung dar. Narayan. Und Narottamam bezieht sich auf das Subjekt des Bhagavatams, das ist Krishna selbst. Das Bhagavatam dreht sich alles um Krishna. Bhagavatam heißt alles, was in Beziehung zu Krishna steht. Devi, Sarasvati, das ist die Göttin der Gelehrsamkeit. Sie gilt auch als die Mantra Shakti. Das heißt, es gibt auch eine Divya Sarasvati, die in der spirituellen Welt residiert und auf Anweisung von Krishna Gayatri Mantra an Brahma offenbart hat. So wird ihr auch Respekt dargebracht und Vyas dem Autor selbst. So, das ist, was in diesem Vers gesagt wird. Vers 4. Und im 5. Vers bedankt sich Sudha Goswami nun bei den versammelten Weisen. Munaya sadhu prishto ham bhavat pir loka mangalam yat krita krishna samprasno yin atma suprasidati. So, von den Weisen, ihr Weisen, Munaya, ihr habt mich zu Recht gefragt. Eure Fragen sind wertvoll. So, das ist interessant. Wertvoll. Wo ist wirklich Wert? Sadhu. Also das ist wichtig. Was ist wirklich wichtig? Wirklich wichtig ist, immer über Krishna zu hören. Und
über Krishna zu sprechen. Shravanam Kirtanam. Wenn wir unser Leben damit füllen können, so viel wie möglich über Krishna zu hören, aus dem Munde eines reinen Gottgeweihten. Somit hören wir hier gerade von vielen reinen Gottgeweihten, von Shukadeva Goswami, von Suta Goswami, von Srila Prabhupada, von Vyasadev, eine Kombination dieser reinen Gottgeweihten. Dann wird unser Bewusstsein gereinigt. Und aller Schmutz wird vergehen. Und das wird später in diesem Kapitel noch beschrieben werden. So einfach das Hören bringt die Perfektion. Sollen unser Bewusstsein, es ist so relevant, auf was wir unser Bewusstsein richten. Weil auf was wir unser Bewusstsein richten, das kreiert Samskaras, Eindrücke und bestimmt unser nächstes Leben. Yang Yang Vapis Marang Bhavam Tyachati Anteka Leveram Tang Tang Evaiti Kauntya Sadadhat Bhava Bhavitaha. Der Geisteszustand oder was auch immer man sich erinnert im Moment des Todes, der Geisteszustand, Bewusstseinszustand, den man im Moment des Todes hat, entscheidet für das nächste Leben. So, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir unser Bewusstsein füllen mit Krishna, in Form von Krishna Katha. Wie können wir Krishna wahrnehmen, indem wir ihn hören und über ihn hören? Das ist ein sehr, sehr machtvoller Prozess. So, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und das, je mehr wir das verstehen, dass das wichtig ist und einzig allein wichtig ist, dann können wir unser Leben dementsprechend organisieren. Wir müssen aufräumen, mal Frühjahrsputz, verfrühten Frühjahrsputz machen in unserem Herzen und wirklich an uns arbeiten. So, das ist wirklich wichtig. Er dankt ihnen und er sagt, weil diese Themen sich auf Krishna beziehen, deshalb sind sie wertvoll. Und daher sind sie für das Wohlergehen der ganzen Welt von Bedeutung. Ja, für die ganze Welt ist das interessant. Loka Mangalam, Loka die Welt, Mangalam, Mangala heißt Wohlergehen. Wunderbar. Glücksverheißen. Mangala. Wir haben ja auch jeden Morgen die Mangala Arati. Jeden Morgen, 4.30 Uhr ist der Standard. In den meisten Ist-Kontempeln gibt es diese wunderschöne Zeremonie, die schon unser Bewusstsein erhebt, erfreut. So, der Sadhu, der Devoti, der Yogi, der Bhakta, ne, steht früh morgens auf, um den Herrn zu sehen. Oder vom Herrn gesehen zu werden, um den Herrn zu erfreuen. Nur Fragen dieser Art sind geeignet, das Selbst völlig zufriedenzustellen. Sehr wichtiger Punkt. Nur Krishna kann letztendlich unser Streben nach Glück wirklich zufriedenstellen. Alles andere ist nur künstlich. Ja. Und nun Vers Nummer 6. Auch ganz wichtig, was hier jetzt gesagt wird. Und hier geht es schon mal direkt an diese Frage, was ist das absolut oder das wirklich Wichtige, das Gute für die Menschen, für die Allgemeinheit. Savai pungsang paro dharmo yato bhaktir adokshache ahai tuki apratihata yayatma suprasidati. Im Vers zuvor hörten wir auch Jenatma Suprasidati, völlig zufriedenstellen. Atma Suprasidati heißt vollkommen zufriedenstellend für den Atma. Atma kann heißen die Seele, Geist oder Intellekt. Im Vers zuvor, Vishwanatha Chakravarti Thakur erklärt auch, dass Suta Goswami nun, bevor er spricht, und er hat eine große Versammlung von Weisen vor sich, meinen könnte, ja, über was werde ich sprechen? Was wird alle zufriedenstellen, den Intellekt aller zufriedenzustellen? Weil hier sind viele Weise mit verschiedensten philosophischen Ausrichtungen. Doch ich werde das sprechen, was vom größten aller Weisen und von all den Weisen in einer ähnlichen Versammlung auch als das Beste bestätigt wurde, als nämlich Shukadev Goswami das Bhagavatam sprach, von Narada, von Vyasa und viele andere großen Weisen, da hatte keiner Objection, ja, hat keiner einen Einwand gehabt gegen das Bhagavatam, so werde ich auch nun hier das Bhagavatam sprechen, Jenatma Suprasidati, und das wird den Intellekt und das Selbst aller zufriedenstellen. Und hier, was für die allgemeine Masse wichtig ist, für alle Menschen, dabei Pungsam, für die Menschheit sogar, die ganze Menschheit, ist Dharma. Savai Pungsam Bado Dharmo,
transzendentales Dharma, höchstes Dharma, das ist sozusagen der Sinn im Leben. Für die, was die Masse der Menschen, was die Menschheit tun soll, ist Paradharma. Und Paradharma ist Bhakti zu Adokshacha. Adokshacha ist derjenige, der sich jenseits der Sinnenwahrnehmung befindet. Also der antimateriell ist, spirituell. Und Bhakti zu diesem höchsten Wesen. Ahaitukya Pratyata, und dieser Dienst soll unmotiviert sein und ohne Unterbrechung. Keine materiellen Motive und ohne Unterbrechung. Ganzes Leben, die ganze Gesellschaft, die ganze Menschheit soll immer im spirituellen Dienst tätig sein, was durch das Vaan Ashram Dharma auch funktioniert, durch ein spirituelles Gesellschaftssystem. Das heißt, nicht jeder muss ein Mönch oder ein Yogi werden oder in der Höhle leben oder entsagt sein. Nein, man kann die materielle Energie, die letztendlich Krishnas Energie ist, und deshalb ist sie dafür da, ihm zu dienen, und deshalb dadurch kann sie spirituell gemacht werden und sogar die ganze Welt spirituell gemacht werden. So kann die ganze Menschheit sich im Dienst zu Krishna üben und glücklich werden. Yayatma Suprasidati. Und das ist vollkommen zufriedenstellend für das Selbst. Das macht glücklich. So, das war dieser Vers. So, im nächsten dann. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayochita Chanati Ashu Vairagyam Gyanam Chayata Haitukam. Wenn man diesen Dienst durchführt für Vasudeva Bhagavati, diesen Bhakti Yoga, dann wird sich sehr schnell, automatisch, bewirkt Vairagya und Gyan. Vairagya ist Loslösung und Gyan heißt Wissen. Loslösung von der materiellen Welt, von Sinnenbefriedigung, Anhaftung und Wissen über Krishna. So einfach, indem wir Krishna dienen, werden wir losgelöst. Das heißt, wir überwinden Anhaftungen. Wir überwinden Verstrickung in die materielle Welt, was wir auch wollen. Wir kennen das doch, dass wir verstrickt sind in die materielle Welt. Wir wissen es nicht gut, wir wollen es eigentlich nicht, aber wir haben dennoch diese Anhaftungen. Und manchmal gibt Krishna diese Loslösung und wir sind sehr froh, mal nicht gezwungen zu sein, an Dinge zu denken oder Dinge sogar zu tun, die wir nicht wollen. Und so können wir uns mehr und mehr lösen von diesen ablenkenden Dingen. So, das heißt es hier in diesem Vers, dass einfach indem wir Krishna dienen, kommt Loslösung, Wissen und auch Glück. Und alles andere, das heißt nun im achten Vers, alles andere, was nicht Anhaftung an die Botschaft von Krishna entwickelt, ist Shrama Evahi Kevalam Dharma Svanustida Punksha Vishwakshena Kadasoya Notpada Yadyatiratim Shrama Evahi Kevalam. Und das heißt nutzlose Tätigkeit. Kevalam heißt völlig, vollständig. Kevalam heißt ausschließlich, vollständig. Shrama. Shrama heißt nutzlos. Nutzlose Arbeit. Das Bhagavatam ist sehr stark in seiner Aussage. Alles, was nicht Anhaftung an Katasu, Botschaften von Krishna, erzeugt. Das heißt, alles, was uns nicht Krishna nähert, wodurch wir nicht mehr Interesse und Liebe und Anhaftung an Krishna gewinnen, ist Shrama, ist nutzlos. Und warum? Weil es uns nicht hilft, die Ewigkeit zu erreichen, weil es keine ewigen Prinzipien sind, weil es einfach vergänglich ist, weil es einfach sich auflöst, als wenn wie wenn nie was gewesen wäre. Wodurch sogar ein Riesenimperium schaffen oder Massen an Geld anhäufen, wenn das irgendwann mal vergehen wird. Und es wird so sehr vergehen, dass es vollkommen aufgelöst ist und wir gar nichts mehr davon haben, außer nur den schlechten Nachgeschmack in Form von Anhaftungen und Wünschen und Begehren und Sehnsucht. Ah, das war so schön, ich möchte es wieder haben. Aber es ist gegangen, es ist weg. Oder er ist weg, sie ist weg, sie sind weg. Es ist weg. Alles vergänglich. Aber es bleibt so eine Anhaftung an die Dinge. Und das ist dann leidvoll. So spricht das Bhagavatam in den nächsten Versen genau über diesen Punkt. Dharma, jede Handlung und religiöse Handlung soll dafür da sein, Krishna zu erreichen, spirituell zu leben und nicht für Sinnenbefriedigung, die eben materiell ist und vergänglich ist. Nicht
Karma, keine Lust und keine materiellen Wünsche sollen kultiviert werden. Sondern Jivasya Tattva Jigyasa, das heißt, man soll Fragen stellen nach dem Absoluten. Jivasya, alle Lebewesen, Tattva Jigyasa sollen Fragen stellen nach der Wahrheit. Sollen uns fragen, wer ist Krishna? Wie können wir Krishna erreichen? Wer bin ich? Was kommt nach diesem Leben? Und so weiter. Das ist der Sinn des Lebens. Alles andere ist einfach nur animalistische Lebensweise. Ahada Nidam Bayam Vaitunamcha. Essen, Schlafen, Sexualität, Verteidigung. Diese vier Dinge haben wir den Tieren gleich. Doch wenn wir Dharma haben, Spiritualität, dann sind wir wahrlich Menschen. Dann der 11. Vers definiert nun, nachdem im 10. gesagt wurde, Jivasya Tattva Jigyasa, du sollst Fragen stellen nach der Wahrheit. Versuche die Wahrheit zu verstehen. Im 11. Vers wird sie definiert. Vadanti Tattva Vidas Tattvam Yajnanam Advayam Prameti Param Atmeti Bhagavaniti Shapyate. Die Wahrheit, die von großen Weisen verwirklicht wurde, gesehen wurde, ist Advayam, heißt nicht dual, die ist vollkommen, die ist absolut, die ist eins, besteht aber aus drei oder hat drei Aspekte. Brahman, die Energie, die unpersönliche Energie oder Ausstrahlung. Paramatma, der lokalisierte Aspekt oder die Überseele, das heißt das Tattva oder Paratattva, die absolute Wahrheit befindet sich in jedem Atom, in jedem Herzen aller Lebewesen. Paramatma ist die Überseele. Und Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes. Derjenige, der alle Reichtümer besitzt. Das ist gleichzeitig das Brahman, das Absolute, die Wahrheit. Und geht eben aus von Bhagavan, von der absoluten Person. So, das ist ein sehr wichtiger Vers als Definition der Wahrheit. Letztendlich, dass die Wahrheit Shakti und Shaktiman. Shakti heißt Energie und Shaktiman derjenige, der die Energie hat. Persönlichkeit und Unpersönlichkeit gleichzeitig. Das Brahman kann nicht nur unpersönlich oder nur persönlich sein, weil es vollkommen ist und deshalb beide Aspekte benötigt, um vollständig zu sein. Das ist die Aussage der Veden. Und dieses Brahman als Zentrum aller Energien ist Krishna. Parasya Shakti Vividya Shruyate. Das Brahman ist das, von dem unzählige Arten von Energien ausgehen. Und die Energien fließen nicht einfach nur durch den Raum, die werden auch kontrolliert, weil sie handeln bzw. aktiv sind bzw. schaffen oder für etwas da sind und für jemanden da sind. So Krishna kann durch seine Energien, Parasya Shakti, unzählige Arten von Energien, alles erlangen, erreichen, manifestieren, was er möchte. Obwohl er sich weit entfernt befindet, ist er dennoch ganz nah. Krishna ist weit entfernt und ganz nah. Er ist überall. So, ja, so definiert dieses zweite Kapitel weiter das Brahman, das Absolute und Dienst zum Brahman, zu Krishna als höchstes Ziel und die Loslösung von der Materie wird dadurch erlangt, indem wir eine positive Alternative, eine positive Erfahrung haben im Gegensatz oder im Austausch zu materieller Erfahrung. Und hier ist es auch im 15. Vers sehr schön, mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionsbringenden Tuns, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? So, wieder der Punkt wird gemacht, einfach durch das Hören über Krishna überwinden wir die Dualität. Ja, das Hören erhebt uns. Das ist interessant, weil Bewusstsein wird erhoben durch Klangschwingung. Wenn ich mit jemandem sehr freundlich spreche, schöne Worte verwende, man wird ja beeinflusst, inspiriert. Wenn man mit jemandem schimpft oder beleidigt, dann wird man auch beeinflusst. Und das schlägt sich auf das Gemüt. Das schlägt auf das Gemüt. In selber Weise, spirituelle Klangschwingung transportiert in die spirituelle Welt, verbindet uns. Das ist der Yoga-Prozess. Yoga ist Verbindung. Verbindung mit der Transzendenz. Srila Prabhupada gibt oft das Beispiel eines Schlafenden. Und wie kann der geweckt werden? Srila Prabhupada sagt, durch Klangschwingung. Wenn er dann hört, den Wecker oder wenn jemand aufweckt, stehen sie auf, es ist Zeit,
man hört und man wird aus dieser illusorischen Welt, Schlafwelt oder Traumwelt, in die Realität, für unser Beispiel, transportiert und kommt zu Bewusstsein. In selber Weise, als Seelen, schlafen wir gerade und denken, etwas zu sein, was wir nicht sind, das Physische. Und dann kommt diese transzendentale Klangschwingung von außen und wir hören sie in unserem Schlafzustand und wachen auf zu wahrem Bewusstsein. So, diese Klangschwingung ist nicht aus der materiellen Welt. Diese Klangschwingung aus den Veden, des Bhagavatams, ist wie eine Klangschwingung, ein Ruf Gottes. Und er ruft uns, um aufzuwachen. Es ist eine spirituelle Klangschwingung. Golokera Prema Dan Hari Nam Sankirtan. Diese Klangschwingung kommt aus der spirituellen Welt. Es scheint so, dass die jetzt hier aufgeschrieben ist, in diesem Buch steht. Oder dass ich jetzt darüber spreche, wenn ich das rezitiere oder wiederhole. Diese Klangschwingung ist unabhängig von ihrer scheinbaren Offenbarungsquelle. So, das heißt, wenn ich jetzt darüber spreche oder wenn es aus den Schriften kommt, dann ist das nicht wirklich der Grund oder die Ursache der spirituellen Klangschwingung. Sie kommt aus der spirituellen Welt. Sie zeigt sich sozusagen nur gerade durch diese Medien. Aber eigentlich diese Medien heißt ja etwas, das verbindet, das in der Mitte steht, wie eine Brücke, sind nicht die Ursache der Klangschwingung. Sie kommt aus der spirituellen Welt, bedient sich aber dieser materiellen oder scheinbar materiellen Medien, wie zum Beispiel dieses Buches oder meiner Rezitation, und schwingt dann, klingt dann in unser Gehör, in unser Ohr, in unser Bewusstsein, in unser Herz, zur Seele. So, der Punkt wird weitergemacht. Genau dieser Punkt. Shushru Vasudevakataruchi, Sian Mahatsevaya Vipra, Punyatirtanishevanat. Oh, zweimal geborene Weise. Okay, wir sind jetzt, manche von uns sind vielleicht nicht zweimal geborene Weise, das heißt Brahmanas, zweiteingeweiht, aber dennoch. Wenn man jenen Gottgeweihten dient, die völlig frei von allen Lasten sind, erweist man einen großen Dienst. Durch solches Dienen entwickelt man die Neigung, die Botschaften Vasudevs zu hören. So, man soll hier heißt hier Shushrusho Stradadanasya, Vasudevakataruchi. Man hört mit Glauben und entwickelt Anhaftung an Krishna Katha, Vasudev Katha. Das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein letzter Punkt ist, dieser, weil das geht dann noch viel ins Detail. Ich mache dann einen zweiten Teil draus noch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir momentan vielleicht gar nicht verstehen, um was es geht. Was ist Krishna Katha ist überhaupt? Wer ist Krishna? Was will das Bhagavatam? Aber deshalb wiederhole ich das so oft, dass wir irgendwann einmal, dass irgendwann der Groschen fällt und sein Licht aufgeht. Indem man hört, diese Themen, mit der Zeit, wie es auch vorher hieß, kommt das Wissen und wir verstehen. Wir beginnen wirklich zu verstehen, was Sache ist. Und Vasudevakata Ruchi, wir entwickeln auch Ruchi, das heißt Geschmack an dieser ganzen Thematik. Und das ist der wahre Geschmack, die höchste Freude. So durch das beständige Hören, sogar wenn wir noch nicht diesen Geschmack empfinden, soll man weiterhören. Das Beispiel gibt es von Rupa Goswami, Syat Krishna Madhi Charita. Sitapya Vidya, im Nektar der Unterweisung, dass der heilige Name und die Beschreibung Krishnas Spiele und so weiter, die sind sehr süß. Aber für jemanden, und er gibt dann ein Beispiel, der von einer Krankheit befallen ist, der Gelbsucht, er erklärt, die Gelbsucht ist eine Krankheit, für ihn schmeckt das, was seine Heilung ist, gegenteilig. Die Heilung für einen Gelbsuchtkranken ist Zucker. Und wenn ein Gelbsuchtkranker diesen Zucker isst, dann schmeckt der Zucker bitter. Und deshalb schmeckt er nicht gut. Normalerweise Zucker schmeckt süß. Aber durch die Krankheit kann man den süßen Geschmack nicht wahrnehmen. Man soll aber diesen Zucker nehmen, nehmen, nehmen. Und schrittweise wird man geheilt, wodurch man auch den süßen Geschmack des Zuckers wahrnehmen kann. In selber Weise sind wir nun befallen von dieser Krankheit der Avidya, der Unwissenheit, wodurch Krishna Katha und der heilige Name und Krishna selbst oftmals nicht
süß als süß und wunderbar und glücksfreudespend wahrgenommen werden kann. Dennoch ist Krishna Katha oder Erzählungen über Krishna, Krishna Katha heißt Erzählungen über Krishna, ist die Heilmethode von der Unwissenheit. Schmeckt am Anfang nicht so süß oder ist ein bisschen schwierig. Man soll beständig weiterhören, das Medikament nehmen. Mit der Zeit wird man geheilt und je mehr Heilung eintritt, desto mehr offenbart sich der wahre Geschmack Ruchi von Krishna Katha. Und das ist die schönste Freude natürlich, wenn man diesen Geschmack an Erzählungen über Krishna wahrnehmen kann. So, das ist sozusagen das ist der Punkt schlechthin. Deshalb sollen wir mal Hare Krishna chanten und über Krishna hören, in der Gemeinschaft von Gott geweihten und suchen, so gut wie möglich dieses Wissen weiterzugeben. Dadurch bekommen viele Segnungen der Acharyas, der großen Lehrer, wodurch es noch leichter wird, Krishna Katha zu hören. So, das war der erste Teil. Den zweiten Teil dieses zweiten Kapitels gehen wir in einer anderen Lektion durch. Hare Krishna.